Ja, hallo, hallo. Wir sind hier bei Parallel Vienna, das heuer zum 5. Mal stattfindet, in dem 10. Stockwerk des riesigen Gebäudes. Oh, wunderbare Aussicht. Wir befinden uns hier in dem Zimmer von Daniel Ferstl. Wie wir sehen und hören, es ist eine sehr romantische Atmosphäre. Schauen wir, was heute Abend auf uns zukommt. Ja, es ist großartig. Ich finde ja auch, dass die Parallel sich dadurch auszeichnet, dass sie immer einen sehr besonderen Ort sich aussucht innerhalb der Stadt, den man sonst nicht zu sehen kriegt. Und diesen Ort kriegt man aber dann zu sehen in einem Zustand, der auch nicht der gewöhnliche ist, nämlich so kurz vor dem Ende der jetzigen Betriebsweise. Also das ist auch so, dieses Konzept der Zwischennutzung, das ist einerseits natürlich interessant in Bezug auf Urbanismus oder Stadtsoziologie, andererseits ist es natürlich auch interessant in Bezug auf Site-Specificity. Und das ist natürlich toll, wenn man sieht dann, dass die Künstler, also jetzt vor allem hier im 10. Stock sieht man das auch, dort wo die Artist-Statements sind, dass sie nicht nur das bringen, was sie definiert als Künstler, sondern dass sie auf hochinteressante Weise auf diese Räume reagieren. Also das ist so eine Art von Mix gibt, also dass nicht nur die einzelnen Künstler das von ihnen Erwartete zeigen oder vielleicht das Allerneueste, sondern dass es in Räumen wirkt, die noch so getränkt sind von dieser älteren Bestimmung, die sie durchlebt haben. Also das ist irgendwie wie so ein Destillat, könnte man dann sagen. Also das ist eigentlich ein alchemistischer Prozess, diese Parallel jedes Mal. Also wir haben ein sogenanntes Project Statement hier realisiert, der Marcello Fabegol und ich. Und wir sind beide Creators. Ich bin angestellt, er ist frei. Und wir sind mit Künstlerinnen, leben wir gemeinsam. Und die hier auch ausgestellt sind. Das heißt, wir haben eigentlich Paare gesucht, solche Konstellationen, die es nämlich im Betriebssystem relativ schwer haben. Und ja. Und dann ist noch ein bisschen dieses Überthema der Parallel, da geht es ums Ephemere. Das haben wir auch mitgedacht bei der Auswahl. Also Künstlerinnen haben Bilder oder Arbeiten geliefert und die Partner, die schreiben, eben Texte mussten sie machen. Ja, hallo. Also die Schule Friedel Kubelka für künstlerische Fotografie wurde 1990 von Friedel Kubelka gegründet und wird seit 2010 von mir geleitet. Die Schule ist ein einjähriger Lehrgang, beginnt im Oktober, endet im Mai, ist so aufgebaut, dass unterschiedliche Künstlerinnen unterschiedlicher Generationen an der Schule lernen, Workshops leiten, unterrichten, theoretischen Input geben. Also das Ziel ist, dass die Studierenden in einem Schuljahr mit möglichst vielen unterschiedlich arbeitenden Künstlerinnen, die kennenlernen, mit ihnen zusammenarbeiten. Also der Titel ist Fabrics of the Visual und es geht vor allem um die Oberflächen. Das heißt, die Frage auch nach der Oberfläche der Fotografie, also dem visuellen Medium, was omnipräsent ist und was als solches meistens in der digitalen Fassung uns gar nicht auffällt, aber erst durch diesen Übergang von analogen zur digitalen Fotografie erst dieser analoge Charakter und die Textur an sich in den Vordergrund tritt und dies dann im Verbund ist, vor allem also in Verwandtschaft auch mit textilen Medien. Das heißt, vor allem in Installationskunstwerken treten diese Medien, Fotografie und Textil hier jetzt im Ausstellungsraum in Korrespondenz. Und das sieht man anhand von 5 Werken von Absolventinnen der Schule Friedel Kubelka. Ja, also das sind verschiedene Serien. Mhm.
Und die Fotografien sind eigentlich so aus dem Alltag entnommen und alle analog. Also ich fotografiere auch analog hauptsächlich. Und also es sind, wie gesagt, Momentaufnahmen, die hauptsächlich die Fragilität von meinen Freunden, Bekannten und meinem Leben widerspiegeln. Mhm. Eigentlich die Serie heißt auch Fragilität und die andere Serie heißt In einer leisen Welt. Habe ich mich auf die Reise in ein Hotel begeben in Italien, Monte Grotto Terme, das seit, also Hotel Vulcania heißt das Hotel. Das seit 1966 besteht und da habe ich eben, aber kurz eigentlich vor der Schließung steht auch, und da habe ich so verschiedene Räumlichkeiten und die Textilien eben auch fotografiert, weil die beinahe unverändert sind, so seit Beginn auch die Stücke wie zum Beispiel diese Liege hier oder die Tischtücher, und alles ist so ein einheitlicher Stil auch. Das ist Kleinbildfotografie, schwarz-weiß auf Canvas gedruckt, das heißt, das hat eine stoffliche Materialität. Worum es mir dabei gegangen ist, sind quasi Strukturen im öffentlichen Raum, skulpturale Elemente, die temporär sind, die aber durch die Fotografie quasi eingefangen werden und somit sichtbar werden. Das ist alles fotografiert in Wien. Und ich habe das auf eine Fläche gebracht, weil das dann wieder Strukturen sind, die verbunden werden, quasi verschiedene Lebensräume, die auf eine Fläche gebracht werden, die aber nichts miteinander zu tun haben. Ja. Ich melde mich aus einem ganz intimen Eck hier bei Parallel Vienna. Wir sind hier bei Elena Christopher und Esther Wirisch-Marti, die ein wunderbares Zimmer zusammen entworfen haben. Meine erste Frage gilt jetzt an Elena Christopher, und zwar, sie arbeitet mit Spiegel, ist Fotografin und Architektin. Wie ist das Konzept entstanden? Alles, was sie mir zu ihrem Projekt erzählen möchte, ist absolut willkommen. Okay, hallo Diana. Vielen Dank für deine Frage. Esther und ich arbeiten schon seit längerem zusammen und haben gleich zu Beginn angefangen, mit Spiegeln zu arbeiten und mit Spiegeln zu spielen und zu mit den Neubildungen, mit dem Collagieren durch den Spiegel zu arbeiten. Und so aus dem heraus hat sich das Projekt entwickelt. Meine zweite Frage richtet sich an die Esther. Esther ist Künstlerin und arbeitet mit Objekten und mit Video. Die nächste Frage ist eigentlich an das Objekt des Videos gerichtet. Wer ist der Herr, der so wunderbar seinen Oberkörper entblößt? Also wir haben Roman gefunden im Sinne des Projekts, weil ich ihn schon sehr lange kenne, und Roman hat Begleitschutzausbildung gemacht und hat sich bereit erklärt, mit uns dieses Projekt zu realisieren, und ist, wie gesagt, unsere größte Erfindung in diesem Projekt, da er das sehr schön unterstützt. Das war super. Danke, Esther, und danke, Elena. Das waren wirklich tolle Antworten. Ich melde mich ab aus diesem kleinen Häusle hier.